Heyo, what's up everybody? Da ist Emre Sinio mit dem Alain beim neuen Powerlifters of Switzerland. Alain, wie in der Schule? Stell dich mal kurz vor. Hallo zusammen, ich bin der Alain Jost, 23. Mache Powerlifting in 74 Kilo Gewichtsklasse. Und ja, was ist etwa so das? Und den Rest finden wir raus. Ja, voll. Yes, geil. Also bevor wir weitermachen, ganz kurz, schnell, alle, die Powerlifters aus Switzerland kennen und nicht abonniert sind am Channel, dann mal da den Abo-Button zerstören und auch den Like-Button smashen. Und jetzt ja, kommen wir zum A-Type. Yes. Was ist der Insta-Name, was hat das auf sich? vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht mal mehr, ich, in einem hat der Kollege sein Instagram-Namen zu T-Type gewechselt und er hat gesagt, ah, scheissegal, mach es A-Type. Und er hat sich geändert und er, einmal, als ich noch im CrossFit Bayern trainiert habe, das war vor 3 oder 4 Jahren, hat mich eine angesprochen, bist du nicht der A-Type von Instagram? Und er denkt so, ja, dann darf ich den Namen nie mehr wechseln. Yes. Darum, also, A-Type in the house. Ja, darum habe ich vorhin nicht zu wechseln, ausser es ist etwas Blödes, was mir in den Sinn kommt. Aber, okay, nice. Yes. Nice. Okay, also alle A-Type wegen allem. Ja, wegen was mir erst nach Buchstabe ist. Style. Yes, ja voll. Ja, wir haben es gerade vorher davon gehabt, oder? Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen da. Oder sie in real life. Oder DSM ist 2019. Entweder das, oder bin ich vorher noch einmal ins Training vorbeigekommen, oder ist es nachher gewesen? Könnte das sein, aber wäre auch wieder da gewesen. Ja, ja, sehr wahrscheinlich RTSM, aber dann bist du noch 74er gewesen. Yeah, back in the days, shit, wo ich noch schön small gewesen bin, skinny ja, bitch. Voll. Nein, ja, einmal bin ich sonst noch hier trainieren, als du da warst. Yeah. Aber ja, voll. Geil. Yes. Und du hast dort mitgemacht, oder DSM? Nein, dann hatte ich Verletzung bis im Bauch. Ah, okay. Oh, ja, stimmt. Ich habe mich angemeldet. Aber dann habe ich meinen Platz weitergegeben. Ja. Ja, das sollte nicht sein. Dann damals so. Aber auch du skinny. Ja. 66 Kilo. Ja. Falls man sich noch erinnern kann, mit den kleinen Armen. Nein, das sage ich jetzt nur, weil du jetzt natürlich ja gut aufgebaut hast, Mann. Ja, voll, merci. Ja, mein Trainer lange, dass ich endlich nicht mehr ein Lauch bin. Aber ja, ich wusste, ich wollte noch dann dieses Jahr aus 66 starten. Und jetzt eben dann gewusst, ich gehe in die 74er. Und ja, voll, aber die Skinny-Zeiten sind vorbei. Skinny-Zeiten Swole sind vorbei. Swole ist der Goal. So geil, Swole ist der Goal. Eben, was hat sich alles gemacht seit der DSM 19, abgesehen von 66, das war es, 74er bis jetzt, beziehungsweise das sprengst du auch schon, oder? So wie ich rausgehöre. Gerüchte, Rumors gehen rum. Der Mister. Nein, was hat sich gemacht seit DSM 2019? Jetzt DSM 2021 war es, oder? Ja, voll. Gerade so aus aktuellem Anlass. Was hat sich in den letzten 2 Jahren bei dir da, abgesehen davon, dass du deinen Bauch wieder im Griff hast? Schon, oder? Ja, es ist schon besser geworden, ja, jedenfalls. Nein, also. Aber das Grösste, was dann war, war die EM. Das Kaunas ist etwa das Highlight, das immer noch jeder darauf anspricht. Ja, ich habe dann ja die EM-Bronzemedaille im Deadlift geholt. Stimmt, der Dude hat einfach EM-Bronzemedaille geholt. Im Deadlift, im stärksten Deadlift. Ja, voll. Was hast du gehabt? 2,37,5. Okay. Und aber in der 66? Ja, voll. Aber was viele nicht wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war 2,5 Kilo eigentlich von Silber weg. Und ich war 2,5 Kilo von Bench Silber weg. Ja. Aber ich war verletzt. Und irgendwie. Damn. Das wissen ich auch nicht mal so viel, aber es ist echt so, wie ich denke, noch zwischendurch so, ah, hätte ich mich nicht verletzt. Weil. Ja. Also dann wegen der Brust, weil dann zu dieser Zeit war ja mein best Bench hier 137 Gramm gleichen Wettkampf, wo du dann den Pokal. Hey, geil. Stimmt, jetzt sind wir auch gesehen. Ja, voll. Ist ja 137 eigentlich recht gut gegangen. Ja. Und dann schon die 132, die ich an EM gedrückt habe, ist gesponsert worden von Ibuprofen. Also von dem her.
Ja, ich bin froh, ja, dass es überhaupt so gut gelaufen ist. Mit dem, ja. Hast du einen Code für Ibuprofen? Mit alle 10% bei Ibuprofen. Nein! Also noch nicht, aber der kommt noch. Oh, so shit, nein. Aber das war einfach so das Größte, was ich war. Und dann habe ich ein Jahr neu gemacht, also echt gegessen, endlich mal. Und dann letztes Jahr die SM Junioren gewonnen, endlich mal. Und jetzt dieses Jahr eben die TSM war einfach. Zuerst mal in Open. Stimmt, ja. Und als nächstes ist die SM im August. Yep, zu dem Ziel. Kommen wir noch, ja. Yes. Geil, geil. Also über die Zukunft reden wir noch. Jetzt reden wir zuerst mal über das, was du an der DSM 21 gemacht hast. Ich bin, also es hat hier stattgefunden für alle Zuschauer ohne Zuschauer, also für alle Zuschauer vom Video. Es war ohne Zuschauer gewesen, weil Corona. Thank you very much. Ich hatte Miriam dort an diesem Tag begleitet. Für die Leute, die das Video nicht geschaut haben, über DSM. Er war im gleichen Flight wie die Miriam, also, weil es hat nicht so viele 74er Männer aktuell. Weil die werden auch alle dicker und dicker. Und darum bist du bei den Frauen quasi halt am Schluss gewesen. Also sie haben einfach eine Range von, ich sage jetzt mal, 100 Kilo Squats bis 220 Kilo Squats müssen pumpen, die Arme siechen. Ja, wie ist die SM gelaufen für dich? Alles in allem? Ich meine, abgeräumt hast du sowieso. Ja, da, also kann man auch nicht sagen, es war halt so gewesen, aber Vorbereitung echt so wie im Kopf war es halt so ein bisschen böse, es ist nicht wirklich um etwas gegangen. Ja. Weil, ja. Nein, der Joel ist durchgelaufen. So ein Schlawiner. Nein, es war nicht so in mir ein Druck gewesen, wie jetzt in der SM, dass ich ein bisschen nervös war. Ja. Vorbereitung war bis so eine Woche. Bis ich die Gyms wieder aufgetan okay gegangen, also dann bin ich einfach in der zweiten Woche oder so gewesen. Dann hat es auch ein bisschen angefangen, dass ich nur benchen konnte, weil es irgendwie etwas war, ich weiß nicht wieso, aber ja, zwei Wochen nicht mehr benchen, dann zum Physio gegangen. Dann hat ich ganz leicht wieder angefangen und dann habe ich bis zur SM habe ich vielleicht drei Bench-Sessions noch gehabt. Ja. Die erste echt ein bewegen, die zweite echt wieder ein bisschen anfangen, ein bisschen pushen und dann die dritte ist echt schon in der Woche vor der DSM gewesen, haben wir echt noch geschaut, was da drin liegt. Alles ziemlich schmerzfrei gegangen. Okay. Dann an der DSM selber haben wir eben, mit Ritz ein bisschen Olo gewesen, aber ich hatte keine Schmerzen gehabt. Ich bin echt, wie du auch gemerkt hast, zu übertreibt gewesen. Ja, ja, ganz wenig, ja. Und da Bench ist nicht so, also nein, eben Bench ist vorbereitet zwar sehr schlecht gewesen, aber das Endergebnis bin ich sehr happy. Neben Squats und Deadlift hatte ich etwas im Fuß gehabt, wo ich eigentlich nur mehr squatten für ein paar anderthalb Wochen. Scheiße. Und Deadlift konnte ich noch können, aber es war so wie fast all mein Gewicht schon am linken Fuß gewesen, gefühlt. Ja. Ist echt auch nicht so gut gegangen die Vorbereitung. Und dann habe ich mit Rollen, Dehnen und all dem Zeug in den Griff bekommen. Ja. Und dann, der Squat ist sehr gut gegangen. Es war auch fast mein geilster Squat gewesen. Und ich weiß, was ich gemacht habe. Der dritte war echt schwer. Der ist richtig geil. Ich weiß noch, ich musste schreien. Ja. Aber genau so muss ein dritter Squat eigentlich aussehen, oder? Ja. Richtig geil. 220 hast du gemacht, ja, gell? Yes. Damn, son, Mann. 74er Kilo, schon 22 im ersten Open-Jahr. Oder? Ja, das ist dein erstes Jahr als Open. Richtig geil. Bank hast du 150,5 gemacht, gell? Also im dritten, probiert. 155,5. Ja. Wieso 0,5? Dann hast du einen Rekord versucht. Also, der Rekord ist eigentlich schon meiner, aber ich habe so gesagt. Aber ich habe so wollen, ja, wenn ich noch einen Rekord mehr für diesen Wettkampf machen kann, wieso nicht? Ja. Das, weil ich gehe davon aus, dass ich nicht auf 152 oder 55 gegangen wäre. Aber mein zweiter hat sich so gut angefühlt, dass ich dachte, ah, scheißegal, ich mache. Und dann dort bin ich ein bisschen das flach vor der Brust weggekommen, und statt gegen Kinder drücken und dann bin ich halt abgesoffen. Ja. Und Deadlifts ist eigentlich gut gelaufen. Ja. Ich habe 2,65 gezogen, was? Das ist jetzt auch schon viel gedacht, ja, ich renne durch Summe, dass ich 2,65 gezogen habe.
Aber ich hatte irgendwie schon beim letzten Warm-up bin ich nervös geworden. Und ja. Ich so im Kopf so, weil ich bis jetzt immer ein bisschen Mühe hatte mit Gleichgewicht. Und ich schon im Wettkampf selber bei den Deadlifts. So, jetzt habe ich so wie ein bisschen Misstrauen eingeschlichen. Eben Masten, so wie es sich sehr schwer vom Boden anfühlt. Und er schon bei meinem zweiten hat ja nicht so gelten, 100% nicht. Weil es hat Abwärtsbewegung. Ja, stimmt, ja, Abwärtsbewegung hat es gehabt. Gut, aber, Judges an diesem Tag. Ist das Thema für sich. Ist das erste Mal für ein paar Judges. Ja, und dann ist normal, aber macht man ein paar Fehler. Es ist schon gesagt, was ich weiss, dass noch darüber geredet wurde. Es wird ja noch in mich haben. Die Schweiz hat noch etwas gepostet, dass sie noch etwas machen für die Judges, für die SM. Okay. So Refresh-Kurse. Ja, voll. Macht definitiv Sinn. Ja. Aber wir nehmen es. Ich denke, also es kann gut sein, dass ich dann vielleicht so ein bisschen umgeschaut hätte, so, wenn ich das heute nicht geschafft hätte und vielleicht dann es besser gegangen wäre. Weil ja, hätte können sie, ja. So die Tendenz, ein bisschen, ich schaffe es nicht, dann rege ich mich dann auf und dann wird es besser. Ja. Und eben dann, der dritte, 72, ist, bin ich schon daheim gewesen, wieder mit dem Kopf. Ja, okay. Gut, hast du eh schon gewonnen gehabt. Ja, eben. Du machst es ja nicht fürs Gewinnen, sondern für dein Total. So, ja, voll. Oder? Vielleicht hat mir auch ein bisschen eben der Druck gefällt, wenn ich es gewusst hätte, ich brauche 72, um zu gewinnen, wäre es dann, also ich bin definitiv ziemlich sicher, es wäre dann anders gewesen. Ja. Aber der Poinsen dabei gewesen wäre in den 74er, kennst du den? Wer? Der Adrien Poinsen. Wenn der gewesen wäre, wäre es... Aber der ist... Heavy Business gewesen. Der. Ja, ja. Aber der wird leider nicht mehr starten. Der wird nicht mehr starten. Ich kann jetzt nicht ganz verstanden, vorher haben wir eben wegen dem Bench geredet. Der Typ bencht irgendwie zwei Lappen. Also 200 Kilo? Ja, da ist schon spotten beim Benchen. Wirklich? Ja. Also gut, Range of Motion ist etwas so ja, viel. Weißt du, wie Angst hast du? Machst, was warst du in die Upright ja, Row 100 Kilo von deiner Seite? Ja, der ist am 218, da müssen spotten. Okay. Irgendwie ich und Risai und irgendjemand anderes haben einen Squatter gespottet. Der hat ihn in 240 nicht mögen. Du musst fast so einen 66 Kilo anlegen. Mit 120 Kilo auf ihrer Seite. Nur ein Muchenkrüppel. Ja, geil. Ich hatte Angst um mein Leben. Das war eine Katastrophe. Oh shit. Aber ja, ist, ich habe gefragt sogar gefragt, ob er das SM macht. Ja. Weil ich eigentlich wollte, dass er das SM macht. Ja, sicher, dann ist es ja geiler für dich. Ja, voll. Ein bisschen Competition. Aber ja, er macht nicht mit dem. Also, ja, er hat mir nicht darauf geantwortet, wieso nicht. Wenn er nicht wollte, hat er halt Pech gehabt. Okay. Ja, du kannst auch keinen Draht zu ihm. Aber ja. Wieso ist es jetzt Schweiz, Ding, der Rekord, der Bankdruckrekord? Sie haben nachdem IPF und KDK Schweiz eingeführt wurde, ist alles... Ja, es ist halt jetzt echt noch so wie Swiss Powerlifting Record. Eben, gell? Und es ist halt dann, echt dann noch nicht IPF-konform gewesen. Ah, hat er Füße da oben Nein, eigentlich so, nicht einmal, aber es ist halt echt so wie jetzt verstanden. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Hat echt das so wie, dass es nicht getrennt hat, dass man dann... Das ist jetzt halt echt so wie ein Swiss Powerlifting Rekord. Ja. Und dann ist es halt noch nicht, ich weiß nicht, ob es ein Dachverband vom IPF schon war. Darum ist es dann, glaube ich, nicht übernommen worden. Okay. Das hat mich natürlich aber auch täuscht, aber. Okay. Das ist meine von dem her. Geil. Also, ja. Deadlift Master haben wir neben uns. Oder? Du würdest sagen, Deadlift ist deine King-Disziplin. Im Fall nicht einmal mehr. Nicht mehr. Bench. Squat? Es ist eine Mischung zwischen... Also, ich denke, mein Squat ist mein schönst. Oh, und vor allem, ich kann grinden also. Wie ein Soul. Ah. Echt vor allem... Echt aus dem Loch raus. Es ist sehr schwer, es ist echt sehr langsam. Aber ich zittere mich so ein bisschen hoch. Ja, genau. Und Bench ist eigentlich schön. Ja. Aber stärkste bin ich auch schon am Deadlift. Ja, aber auch echt Technik und... Mind ist noch nicht in Sync. Okay. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du einen Tipp hast für Zuschauer. Im Deadlift. Aber jetzt musst du einen Tipp im Squat raushauen. Oder was geht da so ein bisschen durch den Kopf? Weißt, so, eben deine Technik, oder? Du bist so ein richtiger Technikboy. Versuch es. Das ist vielleicht sogar für alle drei. Halt einfach Kontrolle ist alles. Du weißt nicht irgendwie, es gibt Leute, die lassen sich beim Squat schon fast ein bisschen fallen, oder ziehen zu schnell vom Boden beim Sumo oder insgesamt beim Deadlift. Verlieren nicht dafür die Position. Und es ist halt, in meinen Augen ist es lieber, ist deine Form korrekt. Ja. Und es fühlt sich viel schwerer an, anstatt dass du kennst vielleicht selber, dass wenn du so eine Form aufgibst, bei einem Deadlift ist es ein bisschen einfacher. Es fühlt sich echt besser an. Aber dann schlussendlich zahlst du beim Lockout dafür. Ja, etwas.
bist immer in Kontrolle. Das ist echt das, was ich mir viel sage. Auch beim Deadlift, ich weiss selber, ich habe noch ein paar Sachen. Ich schiebe zum Beispiel die Stange noch ein bisschen vorne. Okay. Wenn ich es vom Boden ziehe, habe ich beim zweiten bei der DSM Box gesehen, dass ich so wie die Stange ein bisschen vorne schiebe. Echt so die kleinen Sachen, die man halt echt nicht richtig kontrolliert, das in meinen Augen. Das ist echt das, ich habe es kontrolliert und nicht ja. Lass dich kontrollieren, böse ja, gesagt. Genau, ja. Gesagt. Aber ja, ja klar, wenn du 250 Kilo plus dann ziehst, ich muss natürlich schon darauf an, ob die Stange eine Vorwärtsbewegung ja, ja. hat oder nicht. Das zieht dich einfach durch, oder? Das ist okay. Das. Ich finde, das kann man überall brauchen. Absolut, ja. Ich bin auch, ich kann auch selber müssen merken, es geht für eine Zeit, kannst du ein bisschen ja. Lost Control machen, ja. Aber irgendwann musst du die Kontrolle wieder zurückgewinnen, weil ja. Sonst kommst du einfach nicht mehr weiter. Ja, aber zum Beispiel die Squat ist schon sehr kontrolliert. Darum ist auch der Squat heilig für mich, ja. Ja. Nein, aber ich denke, das ist ja für dich auch ähnlich. Dass ja, ja. Du eigentlich auch insgesamt kontrollierter ja. Bist als andere, die vielleicht in ihre Bench schnappeln und dann wackeln sie noch ein bisschen. Ja. Liebe so. Kontrolliert. Also, yes. Ihr habt es gehört, Liebe kontrolliert. Und wir machen jetzt eigentlich weiter mit der Zukunft. Aber ich würde sagen, wir machen schnell eine Pause. Ist gut? Yes. Also jetzt mache ich schnell eine Pause.